Moin, hallo. Willkommen zum neuen Tutorial von Wanderelbe. Ich zeige euch heute mal, wie man einen Gravatar-Account löscht. Vorweggenommen, richtig löschen ist es nicht, denn leider Gottes kann man da nichts löschen. Da sind keine Vorkehrungen für gegeben. Ich zeige euch aber einen Workaround, wie man den Account so runterstuft, dass man nicht mehr erkennen kann, woher der kommt. Also dazu geht ihr einfach auf gravatar.com bzw. die deutsche Seite, wenn sie sich nicht automatisch umändert, de.gravatar.com. Und dann seht ihr schon euren aktuellen Account, wenn ihr euch richtig eingeloggt habt. Ich werde erstmal hier unten, da sind zwei Bilder, die ich schon hochgeladen habe, löschen. Das geht eigentlich relativ schnell. Das ist ein nicht verwendetes Bild gewesen und eins, das ich hier aktuell verwende. Das lösche ich erst einmal raus. Dann möchte ich die ganzen Einstellungen natürlich haben, die ich im Profil vorgenommen habe. Das habe ich in dem Sinne schon getan. Also euren Namen, je nachdem, was ihr alles eingetragen habt, könnt ihr alles rauslöschen. Und der angezeigte Name, da muss leider was stehen, da kannst du irgendwas reinschreiben, was nicht auf dich zurückzuführen ist. Bei mir ist es hier kein Vektorkram, dann speicherst du alles nochmal ab, beziehungsweise nur den angezeigten Namen. Gehst dann wieder auf My Gravatars und jetzt wollen wir die E-Mail-Adresse abändern. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Kannst du dir so eine Trash-Mail einfach holen aus dem Internet oder aber du machst das wie ich, wenn du eine Google-Mail-Adresse hast. Da gibt es nämlich eine wunderbare Funktion. Da kannst du an deinem normalen Namen bzw. an deine E-Mail-Adresse noch mit einem Pluszeichen vorweg irgendwas hinschreiben und es wird trotzdem bei dir ankommen. Ich erkläre euch das mal in meinem Fall mit der Gmail-Adresse. Dazu fügen Sie erst einmal eine neue E-Mail-Adresse ein. Jetzt werde ich mal die E-Mail-Adresse wanderelbe@gmail.com nehmen. Also in deinem Fall wäre das jetzt hier dein Name @gmail.com und dann setzt du hinter dem Namen vor dem @-Zeichen plus und dann irgendwas oder in meinem Fall Gravatar kann weg, einfach was ich haben möchte. Sag hinzufügen, dann kriege ich eine E-Mail und die wird ankommen. Da habt ihr es gehört. Bestätige ich einmal hiermit. So, und jetzt ist die neue E-Mail-Adresse hinzugefügt. Die muss ich noch als Primary E-Mail-Adresse auswählen, das ist als Standard verwenden. Kann jetzt meine richtige E-Mail-Adresse löschen. Lösche diese E-Mail-Adresse. Jo, lösch. So. Und jetzt habe ich nur diese eigene E-Mail-Adresse, die eigentlich nur für Müll zuständig ist und kann, wenn ich jetzt nicht mehr möchte, dass ich hierüber überhaupt irgendwas bekomme, weil irgendein Gravatar wieder ein paar Infos versendet oder wie auch immer, dann kann ich mir einen Filter bei Gmail einrichten, dass alle E-Mails, die an wanderelbe+gravatar-kann-weg@gmail ankommt, gleich gelesen und in den Mülleimer verschoben werden. Und somit kriege ich das gar nicht mit, weil das alles im Hintergrund abläuft. So, ich hoffe, das hat euch geholfen oder wird helfen. Und wenn ihr dazu Fragen habt, dann könnt ihr es gerne in den Kommentaren reinschreiben. Macht's gut, ciao!